Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Systemtreff und zwar mit dem IQ-PC AMD Ryzen 7, der Rest sind nur die technischen Specs, für 3.409,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir vorgeschlagen in unserem Videovorschlägekanal von Aldor und das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Also das ist jetzt nichts Besonderes, ist das Gehäusebild ganz am Anfang. Man kann hier noch weiter klicken, man sieht hier Vollbestückung mit RAM, eine beleuchtete AIO, also die ist beleuchtet, aber nur der Pumpenkopf und nicht hier oben noch die Lüfter. Es ist nicht krass übertrieben. Also wenn ihr euch wirklich an das Gehäusebild haltet, dann passt das irgendwo schon. Starten wir auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das Corsair 4000D Airflow Special Edition Schwarz. Also diese Special Edition bedeutet einfach nur, dass ein Lüfter mehr dabei ist. Den habe ich auch in den Warenkorb reingepackt, der ist dann hinten verbaut. Oben kommt ja auch die Wasserkühlung rein mit zwei weiteren Lüftern und vorne habt ihr die drei Stück, die die kalte Luft reinziehen. Das heißt, der Airflow ist gegeben. Das Case ist sonst auch völlig okay. Hat eine Meshfront vorne, das heißt, der Airflow wird auch nicht irgendwie behindert. Es ist genug Platz drin, ich habe es auch schon getestet. Das passt soweit schon. Das kostet aber auch stolze 164,03 € bei Snowguard über eBay. Der Prozessor, wie eben schon im Titel erwähnt, ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Hatten wir jetzt schon 1000 Mal den Prozessor. Ist auch schon fast wieder ausgelutscht, weil ich den so oft habe. Ist einfach im Moment der effizienteste und so ziemlich beste Prozessor auf dem Markt, was das Zocken angeht. Solltet ihr auf die Idee kommen und wollt rendern und schneiden und mit Blender arbeiten, geht auf Intel. Wollt ihr eine reine Zockermaschine, wo ihr vielleicht noch mit streamen könnt, nehmt diesen hier. Ansonsten brauche ich da gar nicht mehr zu sagen. Natürlich gibt es noch den 7950 und so, aber der passt schon gut da rein. Und der kostet 369 € bei PC King. Die Wasserkühlung ist eine Corsair IQ H100i RGB Elite 240 mm. Wir haben ja eben über die TDP gesprochen, 120 Watt. Das pfeift er sich im Gaming nicht rein. Der liegt selbst im Cinebench gerade so zwischen 70 und 80 Watt. Von daher reicht eine 240er völlig aus. Ihr bekommt bei diesem Gehäuse auch keine 360er oben rein. Wenn man jetzt eine 360er nehmen würde, wäre es vielleicht noch ein bisschen leiser, weil die Lüfter halt nicht so schnell drehen müssen, aber das ist schon okay. Das Ding ist bei diesem System einfach, er heißt ja auch schon IQ, es wird sehr viel auf Corsair gesetzt, deswegen macht das die ganze Sache teuer. Technisch gesehen kann ich da aber nicht meckern. Und die kostet 118,90 € bei alza.de. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi Mainboard DDR5. Da wäre es jetzt natürlich nice gewesen, hätte man vielleicht ein Asus Mainboard genommen, weil man die Asus Software und die IQ Software so ein bisschen, sag ich mal, miteinander verbinden kann, dass die Beleuchtung abgestimmt wird. Bei MSI habt ihr dann halt einmal Mystic Light für die ganzen Sachen, die am Mainboard angeschlossen sind und IQ für die ganzen Corsair-Sachen. Der B650-Chipsatz, der hier angegeben ist, reicht aber völlig aus für diesen Prozessor. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und ihr habt noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, Netzwerkanschluss, Onboard-Grafik. Könnt ihr theoretisch nutzen, lasst es sein, nehmt bitte die Grafikkarte, die verbaut ist. Das ist jetzt nicht der Mega-Brecher, dieses Mainboard. Es reicht aber aus. Ihr müsst auch selber entscheiden, reichen euch die ganzen USB-Anschlüsse oder braucht ihr mehr? Braucht ihr vielleicht Toslink für irgendein Headset oder so? Aber so rein technisch gesehen, ja, es ist ausreichend. Es gibt ja zum Beispiel auch noch das MSI Tomahawk. Das empfehlen wir ganz oft, weil wir finden, in dieser Preisklasse passt es besser rein. Aber gut, die haben sich dafür entschieden. Und das kostet 174,56 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 6000 MTS Corsair Vengeance RGB CL30 2x16 GB. Also erstmal haben wir 2x16 GB Dual Channel, insgesamt 32 GB, super. 6000 MTS, auch super, hätten wir auch so empfohlen. CL30 nehmen wir auch andauernd. Natürlich ist der jetzt wieder von Corsair, der ist ein bisschen beleuchtet, könnt ihr über IQ steuern, aber ansonsten ist das wirklich vernünftiger RAM. Wir hätten es nicht anders gemacht. Wir hätten vielleicht einen anderen Hersteller genommen, weil noch ein paar Euro günstiger gewesen wäre, aber den könnt ihr ruhig nehmen. Und der kostet 150,82 € bei BEA Computer in Österreich beziehungsweise 151,89 € bei Mindfactory in Deutschland. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB mit DLSS 3.
Da wird jetzt nicht angegeben, welche genau es ist. Deswegen nehmen wir jetzt die günstigste am Markt. Machen wir ja immer so. Könnte ja auch reinwandern. In dem Fall ist das halt die Gigabyte. Zu der 4090 brauche ich euch auch nichts mehr zu sagen. Aktuellste Grafikkarte am Markt. Also noch nicht, dass ihr das Video irgendwie in einem Jahr seht und dann ist sie nicht mehr aktuell. Ansonsten Full HD, WQHD und 4K Gaming. Wobei Full HD würde ich gar nicht mehr machen mit dieser Karte. Aber es gibt Leute, die sowas machen wollen. WQHD und 4K Gaming könnt ihr auch die meisten Titel super mitspielen. Bei 4K müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt Spiele, die nehmen diese Grafikkarte auch noch hops, wenn ihr eben nicht mit DLSS irgendwie arbeitet oder Raytracing auf volle Möhre ballert, dann knickt die auch ein. Schaut euch einfach den FPS-Test an, den ich euch verlinkt habe, da stehen auch einige Einstellungen, dann passt das soweit schon. Und die kostet 1799 Euro bei Hardware Grid. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Corsair AME Series RM1000E Netzteil 80 plus Gold. Das hat 7 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Mit 1000 Watt haben sie es hart übertrieben. Ist aber nice für die Zukunft. Wenn ihr das irgendwie mal mitnehmen wollt in ein neues System und die Grafikkarten vielleicht in Zukunft noch mehr fressen, habt auf jeden Fall Puffer. Hier hätte ein 850 Watt völlig ausgereicht. Aber es ist wieder eins von Corsair, ist ja klar, liegt jetzt auch an dem System. Und 1000 Watt, ja, seid ihr halt auf der sicheren Seite. Und den neuen 12 Volt High Power Anschluss für die 4090 habt ihr halt auch schon mit dabei. Und das kostet 154,98 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1TB M.2 SSD MSI Spatium M450 PCI Express 4.0. Ja, 1TB bei einem 3000 € System ist sehr, sehr wenig. Ich wäre mindestens mit 2 gegangen, wenn nicht sogar mit 4. Dazu kommt noch, dass die eine Lesegeschwindigkeit von 3600 MB die Sekunde hat und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Und das Teil kostet einfach 69 Euro. Da bekommt ihr auch schon eine Lexa NM790 für, die ist doppelt so schnell. Aber ja, erstmal Knackpunkt, 1TB. Finde ich einfach zu wenig. Ich denke, da stimmt ihr mir auch zu bei so einem teuren System. Ihr könnt zwar aufrüsten, ja, aber man hätte vielleicht grundsätzlich das reinkonfigurieren sollen. Ansonsten, zum Zocken reicht sie. Ist jetzt nichts Besonderes. Und die kostet, wie eben schon gesagt, 69,89 € bei Mindfactory. Dann bekommen wir noch Windows 11 64-Bit Pro. Haben wir auch schon tausendmal durchgekaut. Aktuellstes Betriebssystem passt. Und das kostet 24,90 € bei IT Hardpulse. Was auch noch ganz nice ist, wir haben hier 3 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht. 3 Jahre Garantie? Nicht so selbstverständlich. Die meisten machen 2 Jahre. Dubaro zum Beispiel und auch MyPC. 30 Tage Rückgaberecht? Ja gut, man hat vom Gesetzes wegen sowieso 2 Wochen. Hier habt ihr halt ungefähr 4. Aber, muss man erwähnen, ist halt mit dabei. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, diesen einen zusätzlichen Lüfter für das Gehäuse. Das Gehäuse selbst mit diesen 3 Lüftern schon mit dabei. Die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3051,97 €. Und das System kostet 3409,90 €. Was ich jetzt hier wirklich sagen muss, ihr habt einen Aufpreis von 350 Euro. Hatten wir ungefähr bei diesem Aldi-PC auch, finde ich ein bisschen teuer, ist aber nicht überteuert. Weil wir wissen auch nicht genau, welche Grafikkarte reinwandert. Ich habe jetzt halt die günstigste genommen, kann ja sein, dass die eine etwas teurere gekauft haben, die noch auf Lager haben, whatever. Mich wundert es schwer, dass Systemtreff es endlich mal hinbekommen hat, einen einigermaßen vernünftigen PC dahin zu stellen. Das ist wirklich selten. Systemtreff war in der Vergangenheit wirklich schlimm, vor allen Dingen bei den günstigeren Systemen. Und hier habe ich gar nicht viel zu meckern. Wer bereit ist, für Corsair so viel Geld auszugeben, der soll sich das gerne kaufen, ja von mir aus. Was ich ein bisschen schade finde, 1TB SSD. Muss halt nicht sein. Man könnte auch eine schnellere nehmen und dann auch noch eine größere, wie auch immer. Aber sie haben hier nicht völlig daneben geschossen. Selbst der RAM-Speicher ist in Ordnung. Das wundert mich einfach. Und ich wäre ja jetzt nicht PC-Check, wenn ich euch nicht wieder eine Alternative zeigen würde, weil hier war es noch irgendwo gerechtfertigt. Diesmal bei Krotus Computer, da habe ich mal einen rausgesucht. Der kostet 3325 €. Der ist also ein bisschen billiger. Das Ding ist halt, ihr habt jetzt hier keine Corsair-Produkte drin. Das Gehäuse ist ein Endorfer ARC 700 ARGB. Hat auch eine Meshfront, hat auch 4 ARGB-Lüfter. Ist auch riesig. Müsst ihr selber wissen, wie es vom Design halt ist. Wir haben den gleichen Prozessor. Wir haben auch eine 4090. Ich habe hier wieder die gleiche von Gigabyte genommen. Bei dem Arbeitsspeicher haben wir auch 6000 MTS CL3. 30, allerdings von ADATA. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix B650E-F Gaming Wi-Fi. Das ist schon eine Stufe höher als das von MSI. Bei der SSD haben wir 2TB anstatt 1TB, die auch noch doppelt so schnell ist. Die Wasserkühlung ist keine 240er, sondern eine 360er. Auch komplett ARGB. Sieht genauso aus wie diese Gehäuselüfter. Hatte ich beide schon getestet, das Gehäuse und die Wasserkühlung. Da habt ihr halt auch ein Design, könnt ihr halt nicht mit IQ steuern. Da müsst ihr jetzt halt von Asus AuraSync nehmen und könnt die damit ansteuern. Das Netzteil ist auch ein 1000 Watt Gold Netzteil von FSP. Das Hydro-G Pro ATX 3.0 bringt auch schon den neuen Stecker mit, sind ebenfalls halt 1000 Watt. Meiner Meinung nach braucht man das immer noch nicht, aber gut, 850 sind jetzt halt nicht da drin.
Hier ist allerdings nur eine Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Ihr könnt jetzt auch einfach einen Windows 10 Key kaufen, den da reinballern und auf Windows 11 upgraden. Geht auch. Aber ich höre auch öfters aus der Community, Windows 10 gefällt euch besser, dann nimmt halt Windows 10. Ist bei dem AMD-Prozessor jetzt sowieso egal. Schauen wir uns da mal den Preisvergleich an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da laden wir beim Gesamtpreis von 3.116,13 Euro. Und der kostet halt 3.325. Da seid ihr jetzt bummelig bei 200 Euro Aufpreis. Wie gesagt, ihr habt jetzt nicht diese fancy Corsair-Dinger da drin. Wenn ihr darauf steht, kauft ruhig das andere System, ballert euch eine größere SSD rein, wichtig und richtig. Und wenn es euch nur um die Leistung geht und Optik eher Nebensache ist, dann nehmt ihr halt das. Beleuchtungstechnisch habt ihr hier sogar noch einen Lüfter mehr bei diesem System. Der wird dadurch auch noch ein bisschen ruhiger laufen, würde ich jetzt mal so sagen, weil die Wasserkühlung einfach viel zu überdimensioniert ist für diesen Prozessor. Aber ja, das wäre jetzt so die Alternative. Aber ich muss wirklich sagen, Hut ab. Systemtreff hat hier mal mehr oder weniger abgeliefert und nicht wieder so ein blödes System gehabt wie sonst. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.